gar nichts, ne? Hier ist was. Wieder eine Box. Ist mal vom Typ Fee irgendwas. Problem, drei Objekte und du findest eine scheiß Kiste, ja. So, was haben wir diesmal? Noch was Fee. Snowball. Naja. Gut. Gucken wir mal, was wir hier noch haben. Wollen wir doch in dem Raum noch ein interessantes Item finden. Großgrotte. Guck mal, da oben Magnayen. Krebschor. Cool. Also. Manchmal los ist es natürlich hier reinzugehen und Pokémon zu fangen. Oder müssen wir es kriegen? Hier ist wieder. Oh, da sind noch mal zwei, drei Stellen. Na gut, dann gehen wir die noch mit an. Wir haben jetzt 5 Dicta-Punkte. Na gut, wir müssen, wie gesagt, 40 zusammenkriegen. Um eine erhöhte Chance zu haben. Oh Gott. Ich guck mal gleich, ob ich noch was finden kann. Aber Glück haben. Ja, ansonsten müssen wir das Thema mit den Legis, mit den Regis leider beenden. Die Idee dahinter. Und da müssen wir schauen, was wir machen danach. Dann ist es tatsächlich schon vorzeitiges Ende. Also was heißt vorzeitiges Ende? Es ist halt. Dann geht es gegen die Rematches in der Pokémon-Liga und dann sind wir durch. Wollte eigentlich tatsächlich euch ein bisschen was zeigen. Aber es ist halt leider manchmal so, dass es nicht das so funktioniert. Eis. Ein Eis-Pokémon. So, jetzt muss ich gucken, dass ich hoffe, dass ich was machen kann. Da kannst du nicht, aber da oben könnte vielleicht noch was sein. Schade. Ein Sonderstein und eine Edelsteinstatue vom Typ Eis. Was haben wir hier? Eine Seemobs-Statue. Ja, ich dachte mehr, jetzt kriegst du was Cooles, aber diese Statue ist wahrscheinlich für den Raum oder was auch immer, so ein bisschen Deko-Scheiß. Also nichts jetzt dramatisch Wichtiges. So. So, 4 Objekte sind hier drin. Ja, ist aber auch das ist nichts Wichtiges. Aber da unten war was. Was haben wir denn hier? Alter, was ist das? What? Nein, das könnte was gewesen sein, was ich brauche. Steinknochen und eine Feentafel. Das könnte was gewesen sein da oben. Das ärgert mich gerade. Hier sind nur noch Holzbretter und warum auch immer. Wieder 4 Objekte. Was denn? Dann kann ich erfahren. Ist auch jetzt das letzte Ding, was ich ausgrabe, muss ich sagen. Ich muss mal offscreen ein bisschen farmen gehen. Und euch das mal irgendwann nur nachreichen und nicht jetzt so eine
Wir gehen jetzt auf jeden Fall gleich gucken, was wir haben in der nächsten Folge. Ist wieder eine Tafel, ne? Ist aber auch teilweise nichts. Ewigstein und eine Spuktafel. So. Gut. Oh, ein Tauros. Was haben wir hier? Ah, okay. Rasaf. Hehe, hau ab. Aber hier. Hubelupf. Grufensa. Aber gerade kein Item, was uns weiterhilft. Omod. Skuntank. So, gut. Wieder Items. Ah. Wieso, warte, ich mache einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann gehe ich doch tatsächlich auf Suche. Dann gucke ich hier rechts auch noch die ganzen Dinger durch. Bis dahin und ciao. Jo, liebe Leute, weiter geht's heute mit Pokémon Strahlender Diamant. Und wir machen heute weiter mit dem nächsten. Mit der nächsten Ausgrabung. Wir sind immer noch im Untergrund. Und ich suche immer noch Enigma-Fragmente. Eins habe ich bisher gefunden, meines Wissens, und hoffe, dass ich vielleicht ein bisschen Glück habe, auf noch ein paar weitere zu stoßen. Hier ist weiterer Donnerstein. Gerade ob ich noch ein zweites finde. Hier ist die Kiste. Vom Typ Gift. Wenn ich es richtig sehe. So. Edelsteintor. Aber ja, das könnte was. Dürfte vom Typ Gift sein. Ist eine Nidoqueen-Statue. Also war es doch Typ Gift. So, dann gehe ich jetzt da hoch. Warte mal, hier muss das irgendwas sein. Ja, hier. Zwei Objekte diesmal nur. Finde eh nichts. Nee. Ach, da war was, aber es war nichts Wichtiges. So, ja, das wäre. So. Moin. Die Stelle, hier ist wieder eine. Aber ich habe es irgendwas, aber es ist nichts Wichtiges. Auch das dürfte nichts Wichtiges sein. Die lasse ich jetzt auch verfallen, weil ich brauche sie nicht.
Ich weiß nicht, was man damit macht. Ob man die verkauft, ob man die verkaufen kann oder was auch immer. Das ist wieder eine Kiste.